Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen, so langsam hat der Herbst Einzug erhalten. Es ist wirklich mittlerweile ziemlich dunkel draußen. Es regnet, es ist einfach Schmuddelwetter und das ist die richtige Zeit, um zu Hause zu sitzen und zu lesen. Das ist vor allem auch die richtige Zeit, um Spannungsliteratur zu lesen. So geht es mir und ich glaube, so geht es vielen von euch auch. Und deswegen bringe ich euch heute 5 Thriller-Tipps mit, die ich nicht so oft zeige auf meinem Kanal, aber die ich euch alle wärmstens ans Herz legen kann. Schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Tipps auch in die Kommentare. Und bevor wir so richtig ins Video starten, habe ich noch einen kleinen Aufruf an euch. Ich möchte nämlich demnächst ein Video drehen, das ich so noch nie gedreht habe. Ich kenne das so ähnlich von Andrea Wintermädchen. Bei ihr heißt es, mein Mann kauft mir Bücher. In diesem Fall wird es eine gute Freundin von mir sein, die mir Bücher kauft. Und ich möchte das in so verschiedene Kategorien unterteilen. So ein bisschen wie bei Zeig mir ein Buch das, als Kauf mir ein Buch das. Eine Kategorie wird sicherlich sein, ein Buch, das ich sonst mir nicht kaufen würde, von dem du aber glaubst, dass es mir gefallen wird. Und dafür brauche ich noch so ein paar andere Kategorien, in die ich dieses Video einteilen kann. Und wenn ihr da Ideen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, jetzt ohne weitere Umschweife starten wir direkt ins Video mit dem ersten Buch. Das Gotteshaus von CJ Tudor. Ich finde, das sieht schon so herbstlich aus. Und genau das ist es auch. Vor ungefähr 1,5 Jahren, würde ich sagen, ist man auf Instagram oder bin ich auf Instagram nicht mehr um dieses Buch herumgekommen. Es war eins der ersten Rezensionsexemplare, die ich überhaupt gelesen habe. Und es hat mir damals wirklich ziemlich gut gefallen. Ich habe es nur in Anführungszeichen mit 3,5 Sternen bewertet. Aber ich habe vorhin, bevor ich angefangen habe zu drehen, noch darüber nachgedacht. Ich glaube, vermutlich würde ich diese Bewertung heute ein bisschen höher drehen. Es geht hier um eine Pfarrerin, eine evangelische Pfarrerin namens Jack Brooks, die mit ihrer Tochter Flo in ein Dorf zieht namens Chapelcroft. Und dort soll sie die Pfarrgemeinde eben übernehmen. Und da steht so eine alte Kirche, wie man sie hier auch sieht. Sie ziehen in das Pfarrhaus ein und möchten sich natürlich so ein bisschen einleben in der Dorfgemeinschaft. Und ziemlich schnell stellen sie aber fest, irgendwas ist hier so ein bisschen seltsam. Das ist so ein bisschen, die Dorfgemeinschaft ist so sehr eingeschworen, irgendwie so richtig. Ja, möchte man diese Neuankömmlinge nicht willkommen heißen? Es gibt einige wirklich spezielle Leute, die da rumrennen. Flo fühlt sich auch nicht so richtig wohl, ist natürlich auch irgendwie aus ihrem Freundeskreis vorher rausgerissen worden und muss ja jetzt eben sein mit ihrer Mutter. Und irgendwie kommen da einige Geheimnisse dieses Dorfs, dieser Tochter dieses Dorfs ans Licht und Flo, die Tochter, bekommt immer wieder so Eingebungen von so Feuermädchen, von brennenden Mädchen. Es hat nämlich auch in diesem Dorf schon Morde gegeben. Ich lese euch ganz kurz vor, was hier steht. Hier steht, vor 500 Jahren, 8 Märtyrer wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Vor 30 Jahren, 2 Mädchen verschwanden für immer. Vor 2 Monaten, ein Pfarrer hat sich in der Kapelle erhängt. Willkommen in Chapel Croft. Das ist also dieses Dorf mit dieser Geschichte, in dem sich die neue Pfarrerin mit ihrer Tochter einleben soll und die Pfarrgemeinde übernehmen. Und naja, dass das alles nicht ganz so glatt läuft, könnt ihr euch vermutlich denken. Es ist ein sehr, sehr atmosphärisches Buch. Es ist stellenweise ein bisschen gruselig. Ich habe es sehr gerne gelesen. Ich habe es sehr schnell durchgelesen, das weiß ich noch. Ich habe, wie gesagt, damals nur 3,5 Sterne gegeben. Heute wären es eher 4, glaube ich. Ich kann auch genau benennen, warum ich das gemacht habe, warum ich so ein bisschen was abgezogen habe. Nämlich diese brennenden Mädchen, von denen hier im Klappentext schon gesprochen wird, die haben sich mir bis heute nicht ganz so erschlossen, was es damit auf sich hatte. Und vor allem, und das ist der wichtigere Punkt, so ab der Hälfte dieses Buches wird ein zweiter Handlungsstrang eingeführt. Und der findet so parallel statt zur Haupthandlung um Chapel Croft. Und man hat auch so eine Idee, in welche Richtung es geht. Und es baut sich immer weiter auf. Und man weiß, okay, jetzt muss es dann nachher zu einem richtig krassen Showdown kommen. Und der bleibt so ein bisschen aus. Diese Handlungsstränge werden schon zusammengeführt. Das ergibt auch einigermaßen Sinn. Aber dieser krasse Showdown, den man sich da, ja, erhofft, den man sich wünscht, der kommt einfach nicht. Und das ist so ein bisschen schade gewesen. Aber ansonsten, dieses Buch hat um die 500 Seiten. Es war sehr atmosphärisch, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und ich glaube, jetzt in dieser Jahreszeit kann ich es jedem ans Herz legen. Und eben, wie gesagt, ich habe vorhin schon mal drüber nachgedacht und würde es auch jetzt besser bewerten. Und ich glaube, ich bin am Überlegen, ob ich es nicht vielleicht doch demnächst nochmal rereade. Es hat mir nämlich wirklich gut gefallen. Ich habe von CJ Tudor auch noch ein anderes Buch auf dem Sub, aber das irgendwie aus irgendeinem Grund noch nicht gelesen. Aber das ist eben manchmal einfach so. Eingangs habe ich erwähnt, dass ich ein Buch dieser 5, die ich euch hier heute vorstellen werde, noch nie auf meinem Kanal gezeigt habe. Und zwar handelt es sich dabei um The Ending von Ian Reid. Warum habe ich dieses Buch noch nie gezeigt? Hat einen ganz anderen Grund. Ich habe es gerade erst beendet. Vor ungefähr einer Woche habe ich dieses Buch gelesen. Ich hatte es jetzt so ein paar Wochen auf dem Sub. Ich hatte es, das, ja, das hatte so einen kleinen Hype vor, weiß nicht, 1, 2 Jahren, würde ich sagen.
vielleicht ist es auch schon 2, 3 Jahre her, da haben es einige Leute gelesen und sehr unterschiedliche Kritiken dazu abgegeben. Die einen fanden es so mittelmäßig oder gar nicht gut, konnten nicht so viel damit anfangen. Die anderen fanden es eher brillant. Und ich habe es zufällig letztens bei Vinted, glaube ich, ja, günstig gesehen und dann auch einfach gekauft und habe es jetzt gelesen, weil es auch sehr dünn ist. Das Ding hat gerade mal so 230 Seiten. Ich habe es dann so in 2 Tagen weggelesen und mir hat es unglaublich gut gefallen. Wir begleiten hier unsere Protagonistin, eine Frau, eine namenlose Frau, wir erfahren ihren Namen nicht, die auf einer Autofahrt ist mit ihrem Freund zusammen. Sie wollen zum ersten Mal, oder sie soll zum ersten Mal die Eltern ihres Freundes kennenlernen. Sie kommen so, eigentlich beide aus der Stadt, oder sie wohnen beide in der Stadt und müssen aber aufs Land raus, weil ja, ihre Schwiegereltern in Spee eben in so einem Landhaus, auf so einem Bauernhof wohnen. Und da fahren sie eben hin durch den Schneeregen irgendwie zu diesem Hof hin. Und man merkt ziemlich schnell, dass die Stimmung irgendwie sehr, sehr speziell ist. Wir haben so in diesem Auto erstmal einfach die ganze Zeit nur Dialog im Prinzip zwischen diesen beiden Personen, zwischen unserer Protagonistin und ihrem Freund. Und es ist nicht schlimm, es passiert nichts Schlimmes in dieser Zeit, aber irgendwie, die Stimmung wird so ein bisschen, ist so ein bisschen seltsam und irgendwas liegt in der Luft und man kann es als Leser aber nicht so richtig fassen. Und als sie dann in diesem Haus ankommen bei den Eltern, sind die auch so ein bisschen seltsam, aber man weiß auch da nicht so richtig, was los ist. Irgendwie unsere Protagonistin macht sich auch Gedanken, aber auch sie kann es eben nicht so richtig greifen, was passiert. Und so geht dieses Buch im Prinzip immer weiter. Es geht primär um die Atmosphäre. Das ist eigentlich alles, worum es in diesem Buch geht. Die Atmosphäre. Es baut sie so eine bedrückende Atmosphäre auf. Ich saß hier in diesem Sessel, in dem ich jetzt gerade sitze und habe dieses Buch gelesen. Und am Anfang ging es doch total. Und spätestens ab diesem Haus von den Schwiegereltern in Spee, ja, ist es plötzlich, wird so richtig beengt und gruselig. Und ich habe gespürt, wie sich wirklich physisch so mein Magen zusammengezogen hat. Und oh, wie es wirklich gruselig wurde in meiner Wohnung hier. Und ich bin abends, ich habe es extra gelesen, abends, als es dunkel war, weil ich wusste, diese Atmosphäre kann ich dann noch viel mehr einfangen. Und ich habe dann, bevor ich ins Bett gegangen bin, noch alle Lichter angemacht in der Wohnung, weil ich hier nicht im Dunkeln rumlaufen wollte. So gruselig war dieses Buch. Und das Ende ist sehr speziell. Und ich weiß, es gibt einige, die sagen, sie haben es richtig früh schon kommen sehen. Und ich sehe auch, warum. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Das liegt vielleicht an mir, vielleicht am Buch, keine Ahnung. Ich fand es grandios. Es ist sehr speziell. Ich kann verstehen, warum es Leute gibt, die nichts damit anfangen können. Aber es hat mich so abgeholt. Und wie man es schafft, auf diesen 230 Seiten so eine bedrückende, unglaubliche Atmosphäre aufzubauen und auch noch eine sehr, sehr angenehme Sprache, eine sehr schöne Sprache, finde ich, eigentlich einzubauen, das hat mich wirklich, wirklich überzeugt. Und das ist ein absolutes Jahreshighlight gewesen, das ich euch aber bisher noch nicht gezeigt habe, weil ich meinen Lesemonat November ja noch nicht drehen konnte. Der ist ja schließlich nicht vorbei. Ein weiteres Buch, das habe ich schon ein paar Mal gezeigt auf diesem Kanal und ich werde auch nicht müde, es zu tun, und zwar Mr. Mercedes von Stephen King. Das ist ja der Auftakt der Bill Hodges-Serie, der besser bekannt als Mr. Mercedes-Reihe. Und das Ganze hat 3 Bände. Danach kommt dann der Outsider, was so ein inoffizieller 4. Band ist. Dann gibt es Blutige Nachrichten, was so eine Kurzgeschichte ist, die in diesem Universum spielt. Und das jetzt zuletzt erschienene Buch Holly von Stephen King ist ja dann so eine Art 5. Band irgendwie, beziehungsweise geht halt auch einfach, spielt in diesem Universum, und diese Bücher spoilern das jeweils vorige immer. Also man muss, bevor man The Outsider liest und Holly liest, eben auch diese Trilogie gelesen haben. Und das ist, wie gesagt, der erste Teil und den fand ich auch wirklich, wirklich toll. Es geht um Mr. Mercedes, es geht um einen Mercedes, der in eine Menschenmenge fährt und mehrere Menschen tötet und einige andere schwer verletzt. Und Bill Hodges war der Detective, der mit diesem Fall betraut war, aber er hat ihn, bevor er in Rente gegangen ist, nicht lösen können. Und als er dann schon in Rente ist und zu Hause sitzt auf seinem Sofa und irgendwie so vor sich hin vegetiert, bekommt er eines Tages einen Brief von einer Person, die sich als eben jener Mr. Mercedes ausgibt und ihn herausfordert, sozusagen, ja, ihn zu schnappen. Also diese Person, die den Brief schreibt, fordert Bill Hodges heraus, sich diese Person zu schnappen, wenn sie denn Mr. Mercedes ist. Und dieser Brief ist schon sehr, 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 sehr hart, sehr, sehr pervers wirklich, was da beschrieben wird. Und Bill Hodges springt darauf eben auf und versucht, Mr. Mercedes
zu fangen. Und das ist im Prinzip die Geschichte, die hier erzählt wird und dann eben weitergesponnen wird in den anderen beiden Teilen. Wir haben hier einen interessanten Protagonisten mit Bill Hodges. Wir haben hier wirklich sehr interessante Nebencharaktere, zum Beispiel Holly Gibney, die ja bekanntermaßen Stephen Kings Lieblingsfigur ist, die nicht umsonst auch ihr dieses letzte Buch, das er veröffentlicht hat, auch gewidmet bekommen hat. Das heißt, ja, aus einem Grund heißt das Holly. Aber auch Barbara und Jerome Robinson, vor allem Jerome mag ich persönlich sehr gerne, das sind ja Bekannte von denen, Freunde, wie auch immer. Wir haben wirklich, wirklich viele tolle Charaktere hier, die mir sehr gut gefallen haben. Wir haben einen, sehr speziellen, sehr widerlichen, aber grandios geschriebenen Antagonisten. Der ist wirklich, wirklich toll geschrieben, aber ich habe mich mehrfach hat es mich so geschüttelt, als ich irgendwie Kapitel gelesen habe, in denen es um diesen Antagonisten ging. Wir haben einfach eine tolle Geschichte hier, letzten Endes einen Thriller, einen Psychothriller, ein bisschen in die Ermittlerrichtung. Es ist jetzt auch kein Kriminalroman, es ist irgendwie so ein Ding da dazwischen. Es ist super spannend. Wie es so ist bei Stephen King, muss man sich immer darauf einstellen, dass alles passieren kann, auch wenn das hier zu 98% wirklich einfach ein relativ, also jetzt was irgendwie so sonstige Elemente angeht, ein relativ normaler Thriller ist, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und auch die weiteren Bände dieser Reihe fand ich super und überhaupt muss ich sagen, kann Stephen King das wahnsinnig gut schreiben und Mr. Mercedes kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, gerade auch jetzt eben in dieser Jahreszeit macht das sicherlich ganz, ganz viel Spaß zu lesen. Ein Buch, das für mich in eine ähnliche Richtung geht, eigentlich wie das Gotteshaus. Überhaupt nicht vom Plot her, aber von der Atmosphäre her, von allem her, was so das Gefühl ausmacht, das man beim Lesen hat, ist Säkulum von Ursula Posnansky. Das ist noch wirklich nicht lange her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Vielleicht, weiß nicht, 3, 4 Monate. Es geht hier um eine Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener, weiß ich gar nicht so genau, 17, 18, 19, sowas in diesem Bereich werden die sein, vielleicht auch Anfang 20. Die ja so ziemlich so Mittelalter begeistert sind und gerne so selbst so Mittelalter Rollenspiele machen und einmal im Jahr machen sie das eben und müssen dafür ihre Handys abgeben und alles, was irgendwie modern ist und lassen sich dann 3, 4 Tage vollkommen ins Mittelalter zurückfallen und spielen da eben so ihre Rollen, die sie sich selbst zuteilen beziehungsweise die ihnen zugeteilt werden. Und in diesem Fall gehen sie in ein Waldstück und es ist zum ersten Mal Bastian dabei. Bastian ist überhaupt nicht ein Typ, der sich irgendwie sehr fürs Mittelalter interessiert. Er ist eigentlich Medizinstudent, hat überhaupt nichts mit dieser Freundesgruppe zu tun, aber er findet Sandra ziemlich toll und Sandra ist eben in dieser Freundesgruppe und deswegen nehmen sie ihn mit zu ihrem diesjährigen Rollenspiel. Und relativ schnell sind sie sich nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee war, irgendwie jemanden, der davon keine Ahnung hat, den es auch nicht so richtig interessiert, dabei zu haben. Weil es ja vielleicht auch gar nicht immer ungefährlich ist, wenn man 3, 4, 5 Tage lang irgendwie alle Geräte abgibt und sowas, die einem auch irgendwie helfen könnten, wenn man mal in eine Gefahr kommt und eben in diesem Wald ist. Sie gehen also in diesen Wald und schon auf dem Weg dorthin stellt sich raus, dass sie da in ein Waldstück gehen, das angeblich zumindest einer Sage nach, einer Legende nach verflucht ist. Und sie haben eine Person dabei, die sehr an solche Flüche glaubt und anfangs natürlich alle so ein bisschen nervt und alle sagen, hey komm, also bitte, diesen Fluch gibt's nicht. Und sie glaubt aber sehr dran. Und es passieren dann im Laufe der Zeit, wie sie dort sind, immer mehr seltsame Dinge, die irgendwie sehr an diesen Fluch erinnern, den es da zu geben scheint. Und umso verrückter wird natürlich auch die Person, die da eigentlich schon von Anfang an dran geglaubt hat. Und umso mehr zweifeln auch die anderen daran, ob es diesen Fluch nicht vielleicht doch geben könnte. Das ist wirklich super geschrieben. Den Einstieg fand ich ein bisschen langsam. Die ersten 50, 60 Seiten hätte man meiner Meinung nach kürzen können. Aber danach wird es wirklich immer besser und vor allem auch richtig, richtig rasant. Es wird brutal gruselig. Das ist ein Jugendthriller, muss man dazu sagen. Ne? Aber da darf man sich in dem Fall keine Illusion machen. Es ist kein super blutiges Buch oder so, ist das nicht. Aber es wird einfach gruselig. Auch hier die Atmosphäre ist wieder, vermutlich das Wort, das ich am häufigsten sage in diesem Video, die Atmosphäre ist wieder unglaublich. Wir haben hier Szenen, die dann in so eine Art Kammerspiel reingehen. Und dort sind dann einfach wurde es richtig gruselig. Ich erinnere mich auch da, wie ich das abends gelesen habe und in dem Fall dann auf meinem Bett schon saß und das gelesen habe. Und
nicht aufhören konnte zu lesen, weil ich wusste, ich muss jetzt unbedingt weiterlesen, sonst kann ich nicht richtig einschlafen. Das war wirklich unglaublich gut geschrieben, hat mir total viel Spaß gemacht und ich kann auch das natürlich wie alle Bücher in diesem Video nur empfehlen. Und das letzte Buch, übrigens findet ihr natürlich alle Bücher wie immer per Affiliate-Link in der Infobox zu Thalia. Darüber könnt ihr es gerne kaufen, wenn ihr Lust habt. Und das letzte Buch ist fairerweise ein Kriminalroman. Aber wollte ihn hier unbedingt drin haben, weil er mir einfach letztes Jahr unglaublich gut gefallen hat, ein absolutes Jahreshighlight war. Habe ich schon zwei, dreimal gezeigt. Und zwar handelt es sich um Was wir verbergen von Arthur Tuominen. Arthur Tuominen habe ich ja auch schon interviewt. Das Video verlinke ich euch mal oben im Eck. Das ist der zweite Teil einer Reihe. Ich habe dieses Buch aber auch als erstes gelesen. Also ich habe die ersten beiden Bände gelesen. Die beiden sind die einzigen, die bisher rausgekommen sind. Der dritte kommt jetzt Ende November. Also wenn ihr sagt, euch interessiert dieser spezielle Fall, dieses spezielle Buch, dann könnt ihr das gut lesen, ohne das vorher gelesen, das erste Buch gelesen zu haben, wobei es minimal den ersten Band spoilert. Es geht hier, wir sind hier in Finnland. Arthur Tuominen ist auch ein finnischer Autor. Wir sind hier in Finnland, in Pori, einer finnischen Stadt im Westen des Landes. Und es gibt auf eine Gay-Bar, auf einen Schwulenclub, gibt es einen Anschlag mit Handgranaten. Und ja, diese Person, offenbar ein fanatischer Mensch, möchte dort Leute töten oder schwer verletzen. Es erinnert natürlich sehr schnell an irgendwie Anschläge, die wir in den letzten Jahren auch in Europa immer wieder erlebt haben und die, glaube ich, vielen Leuten auch Angst eingejagt haben. Und natürlich wird die Polizei mit diesem Fall betraut. Und ja, allen voran bei der Polizei der Kommissar Henrik Oxmann, der allerdings, wie wir ziemlich schnell merken, schon aus dem Klappentext wissen und auch im Buch sehr schnell sehen, es ist also kein Spoiler, der aber offenbar mehr verstrickt ist in diese ganze Sache, als man glauben mag, aber nicht auf Täterseite, sondern auf Opferseite im Prinzip. Er war nämlich kurz zuvor selbst in diesem Club, er war in diesem Club, er ist ein schwuler Mann, hatte ein rotes Kleid an und eine Handtasche. Und verließ den Club aber noch, bevor dieser Anschlag verübt wurde. Und jetzt ist er in der Zwickmühle, dass er einerseits natürlich diesen Fall lösen möchte und andererseits unbedingt aber auch verschleiern möchte, dass er als Mann, als schwuler Mann in einem Kleid in diesem Club zuvor war. Denn natürlich sind auf Überwachungsbildern auch, ist auf Überwachungsbildern auch diese vermeintliche Frau im roten Kleid zu sehen. Und er kann nicht zugeben, dass er das ist, weil er nicht geoutet ist, weil er wirklich sehr spezielle, sehr konservative Eltern hat. Und das macht es alles sehr schwierig und ist ein unglaublich gutes Buch, das über diesen Fall hinaus ganz viel halt von den Persönlichkeiten der Ermittlerinnen und Ermittler, vor allem Henrik Oxmann in diesem Fall, erzählt. Es hat mich stellenweise sehr berührt. Ich fand es wirklich toll geschrieben. Es war ein grandioser Fall. Ich freue mich sehr auf den dritten Band schon und kann euch dieses Buch absolut ans Herz legen. Es ist ein riesen Jahreshighlight des letzten Jahres gewesen. Das waren also fünf Bücher der Spannungsliteratur, die ich euch gerne vorstellen wollte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Wie gesagt, schreibt unbedingt in die Kommentare, welche Bücher ihr, was Thriller und Kriminalromanen und sowas angeht, vielleicht auch Horror empfehlen würdet. Ich verlinke euch hier mal noch ein weiteres Video und zwar meinen letzten Lesemonat. Natürlich wie immer, wie alle meine Videos, wahnsinnig sehenswert. Ich hoffe, ihr habt noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ich freue mich wie immer, wenn ihr dabei seid und bis dahin. Tschüss.